Wir sehen bei der Bankreihweise Nachhaltigkeit als eine von den wichtigsten Pilien von unserer Strategie Richtung 2025. Das ist auch in dem Sinn, wo wir die Principles for Responsible Banking von den Vereinten Nationen 2019 als eng von den ersten Luxemburger Banken unterschrieben haben. Das Nachhaltigkeit am breiten Sinn vom Wort, das Protektion vom Environment, mit das Wort verantwortlich schaffen, verantwortlich agieren, was uns präoccupiert und am Zentrum von unserem Handeln steht. Das war als Gesellschaftsform, kooperativ, die sich eigentlich perfekt eignet für die Nachhaltigkeit für uns zu treiben und eben auch die Planet, Präservation von dem Planet für künftige Generationen wie sie. Wir haben 4 Engagements geholt, die man in unserem ersten Rapport extra finanziell dokumentiert haben. Das ist für dich eine ethisch, transparent und partizipativ Gouvernance, eine nachhaltige Wachstum, eine nachhaltige Produktion und der Präservation von unseren Ressourcen, das die Valorisation vom Kapital humain und das zu guter Letzt Begleitung und Encadrement von sämtlichen Akteuren an der Transition hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell. Was sind die nächsten Schritte, die wir bei der Bank teilweise werden erleben? Aber dass die Chancen, die Risiken und die Impaktanalyse von den verschiedenen ESG-Kriterien im Reis gehen wird. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, bei der Reihweise. Und das als Bank, aber auch als Employer. Und wir sind auch bereit, für nachhaltig zu handeln. Also Rapport extra finanziell, den dokumentiert als Commitment.